Das war schon immer mein Traum. Urlaub machen während der Arbeitszeit. Als Landschläfer darf ich das. Auf der Suche nach den schönsten Campingplätzen in Rheinland-Pfalz. Ich kurbel meinen Wohnwagen runter in Riol, das liegt bei Trier. Und da treffe ich auf Nachbarn mit Hightech. Vater bringt den Kindern seinen Wohnwagen, damit die Spaß haben können. Das ist ein guter Papa da. Guter Papa aus Kochen oder aus Bullay, besser gesagt. Ne? Du bist Bullay, an der Mosel. Sympathische junge Leute, die gerade mal eben Abitur gemacht haben und deswegen ein bisschen feiern wollen auf dem Campingplatz. Hier ist ja auch schön, am Trio Lago, da wo es drei Seen gibt und wo man sich am besten erstmal durchfragt bei Leuten, die schon länger da sind, wie zum Beispiel meine Nachbarn aus Hessen. Hier gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, was kann man alles hier machen? Ja, nach Fußball, Golf, Wasserski kann man fahren, Minigolf kann man spielen, wahnsinnig schön wandern. Also Trio Lago, also drei Seen, Wassersport, Action. Und nicht etwa... So habe ich mir es vorgestellt. Hier schön liegen und auf den See gucken. Aber nein, so einfach ist es natürlich nicht. Die Redaktion will, dass ich die Attraktionen zum Teil ausprobiere, wie hier beim Wasserski. So, und jetzt wird's langsam ernst. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Wasserski fahren, was ich schon immer mal machen wollte. Völlig unbelastet von irgendwelchen Kenntnissen versuche ich erstmal einzusteigen, was gar nicht so einfach ist. Aber dann bin ich soweit, um einer Elfe gleich übers Wasser zu gleiten. Los geht's. Und lässt deine Arme lang. Aber nicht nach hinten fallen lassen auf dem Wasser, okay? Wenigstens die B-Note, die Haltungsnote muss doch hervorragend sein. Da steckt Stil, Eleganz und Anmut drin. Selbst das Anlanden ist eine eigene Sportart. Es ist ein tolles Erlebnis, macht auch echt Spaß für die, die es können. Henk aus Holland findet, ich war gar nicht so schlecht, oder? Nils Scheiße oder Super Scheiße? Ja, Super Scheiße. Super Scheiße. Dann ist Henk selber dran. Und ich finde, hat er ganz, ganz toll gemacht. Die Bestrafung für meinen Hochmut erfolgt zeitnah und gnadenlos. Wenn ich die anderen sehe, ich brauche nur noch 33 Mal und dann komme ich 10 cm weiter. Lukas, wie schlecht war das? Auf einer Skala von 1 bis 10. 2? Ne, 2. Aber dann beim 35. Versuch das Wunder von Riol. Meine Helmkamera zeichnet diese unfassbaren Bilder auf. Bin ich nicht toll gelaufen? Nee, er war's. Du bist der? Christian. Wie lange machst du das schon? Heute ist das erste Mal. Ach komm. Ja. Der Camping- und Freizeitpark in Riol an der Mosel ist was für Leute, die Action suchen. Ich dagegen will endlich mal mein Seegrundstück genießen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich sowas und die Möglichkeit, mich dort richtig zu entspannen. Denn ich muss ja dem Serientitel auch gerecht werden. Als Landschläfer. Ah.